bei Lünnis kleiner Welt auf Derafins Channel. Ich probiere jetzt einfach mal was. Der WTTX1 fragte nämlich, kann ich die grünen Äpfel essen? Nein. Kann ich die grünen Äpfel an Pferde verfüttern? Auch nicht. Schade. Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ich wollte jetzt, glaube ich, nach Hause und mal mein Inventar ausleeren. Wo geht's nach Hause? Bestimmt hier hinterm Berg, oder? Was da? Da geht's lang. Ja, ach, so lange schon nicht mehr zu Hause gewesen hier. Da vergesse ich gleich den Weg, wo es lang geht. Ja, ach, ich glaube, der Lehrer hat mich mit seiner Verpeiltheit doch etwas angesteckt. So, Äpfel rein. Vielleicht werde ich die ja irgendwann nochmal los. Das Zeug rein. Die Kohle kann auch erstmal rein. Den Cider behalte ich, falls ich mal Durst kriege. Die Werkzeuge behalte ich auch. Das Fleisch kann rein. Das Holz bleibt, das verkaufe ich. Was ist das? Schwarzpulver. Ach, das behalte ich auch mal. So. Dann gehe ich denen doch jetzt mal da drüben ein bisschen Holz rüberschaffen. Mal gucken, wie weit der Markt ist. Oh, das sieht doch. Doch, ja, sie baut. Dann bauen wir weiter, gute Frau. Und der liebe Lebensgott hat mir den Tipp gegeben, dass mein Häuschen nach dem Markt gebaut wird. Da werde ich dann mal drauf hoffen, dass das auch so ist. Ich vertraue ihm da mal. Und dieser fliegende Händler, der hier immer hin und her rennt, das sagt er, das ist wie so ein LKW-Fahrer, der einfach Waren von A nach B bringt. Gehe ich mal davon aus. Sag mal, ich habe doch letztens dem schon sein neues Schwert gebracht. Mann, Mann, Mann. Naja, ich will ja mal nicht so sein. Ich gehe mal die 5 Meter weiter. Streiche wieder Reputation und EP ein. Mich freut's. Und dann kriegst du erstmal wieder ein bisschen Holz, gute Frau. Da kannst du jetzt wieder lustig Bauaufträge machen. Oh, der Markt ist fast fertig. 93%? 94%? Ich finde das echt toll, wie die Zahlen hier so automatisch abgedatet werden. Na? 95! Yay! Ihr braucht doch schon wieder Eichenholz. Ich habe euch doch gerade 10 Millionen Holz. Na, geht doch. Pegafin, komm, wir gehen mal rüber. Wir machen jetzt mal noch ein bisschen Handel. Die sollten ja da drüben wahrscheinlich wieder genug Wolle haben. Oh, da ist ein Delfin. Was ist das? Ach, noch ein Delfin. Ich sollte vielleicht mal eine Delfinzucht anfangen und die an die Leute verkaufen. Als Bootersatz. Sozusagen. Schön hier bleiben. Brauchst du Äpfel? Nee, du verkaufst nur Äpfel. Aber du verkaufst auch Wolle. Die nehme ich doch mal mit. Oh, jetzt ist die Wolle alle. Da müsst ihr eure Schäfchen wieder ein bisschen anstrengen. Hey, Pegafin! Hey, hey, stopp! So. Ich gehe aber jetzt mal in das andere Dorf die Wolle verkaufen. Vielleicht brauchen die ja auch welche, weil die hier haben jetzt genug. Den habe ich ja letztens schon mal so knapp so 2 Stacks oder so vorbeigebracht. Ja. Probieren wir es erstmal hier. Und wenn die keine Wolle haben wollen, gehen wir mal in das Dorf da im Süden. Die wollen doch alle immer irgendwie was haben. So, vorsichtig landen und nicht Shift drücken, dass ich mir nicht wieder alle Beine breche. Alle beide Beine. Ich habe ja nur 2. Logischerweise. So, gute Frau. Wo bleibst? Ach, der begrüßt mich. Bonjour, Krim Odoma. Na, raste du mal weiter. Wo ist jetzt hier? Wo ist er? Wo bleibst du? Da ist er. Was will? Sagt, er kann nicht mal einen Mundvoll Boudin oder Trieb essen. Hast du eine... ich habe nicht die nötigen Objekte bei mir. Ich muss mich mal über diese Quest schlau machen, was ich dafür brauche. Weil ich weiß nämlich, dass man, wenn man Questen macht, annimmt, dass man... Ich kann, jetzt kann ich bei dir nicht verkaufen, oder was? Tja. Naja, dann beim nächsten Mal. Dann gehe ich jetzt erstmal in das andere Dorf. So, hast du jetzt davon. Kriegst du nicht meine tolle Wolle. Oh nein. Ich fange an zu reimen. Es hat begonnen. Der Dera hat mich angesteckt. Hilfe. Ja, gehen wir mal auf ins nächste Dorf und verkaufen da mal die Wolle. Hier ist der Eingang. Na komm, Pegafin, geh mal ein bisschen schneller runter hier.
So. Hoffentlich kommt diese gute Frau hier schneller. Ey, Leute, ihr solltet hier echt mal irgendwie Fenster einbauen. Ganz ehrlich, der Schnee, das ist echt nicht gut für die Ware. Das Eisen rostet, das Essen kriegt Gefrierbrand. Also, ne, huch. Wer hat sich da was gebrochen? Ach, bestimmt du. Aber wenigstens du willst meine Wolle haben und willst nicht irgendwelche komischen Sachen erledigt haben. Ja, wie gesagt, ich muss mich über die andere Quest mal schlau machen. Den könnte ich... Oh. Nee, den verkaufe ich nicht. Den saufe ich selber. Ha, das hast du jetzt davon. Was hast du? Du hast gar nichts. Nee, mein Eisen kriegt er auch nicht. Das brauche ich vielleicht noch. So, was habe ich denn hier? Ah, ein Häschen. Nee, das darf mal frei in der Gegend rumhüppeln. Ich brauche Leder. Wo kriege ich jetzt Leder her? Erstmal, glaube ich, werde ich von Leder träumen, weil es wird Nacht. Und Klein Lünni will sich ja nicht von irgendwelchen Creepern aufs Dach steigen lassen. Oh, jetzt sage ich schon Creeper. Ja, Creeper. Die, die kabumm machen. Ja. So, gute Nacht, Pegafin. Du bleibst mal schön hier oben. Nicht runterspringen, ja? Nicht Selbstmord begehen. Ich brauche dich noch. Ich hab dich doch lieb. Gute Nacht. Guten Morgen. Wo seid ihr denn alle hin, meine Lieben? Da ist der Pegafin. So. Der Marktplatz müsste jetzt... Ah, Rundflug hier. Müsste jetzt eigentlich fertig sein. Wo baut sie denn jetzt als nächstes? Das sieht man, glaube ich, auf der Minimap ganz gut. Schauen wir mal. Ich glaube, die ist gerade ins Haus gelaufen. Oh, jetzt... Ja, sie kommt mit Sachen zurück. Gute Frau, wo gehst du hin? Gehst bestimmt darüber, wa? Fängst jetzt echt mein Haus an zu bauen? Cool. Ich gehe jetzt mal gucken, ob in der Schmiede endlich mal ein Schmied aufgetaucht ist. Aber, nö. Ich glaube, die Leute müssen mal ein paar mehr Kinderchen machen. Oder bist du das? Nee. Du verkaufst an mich, obwohl hier kein Schmied ist? Aber du willst bestimmt wieder nur irgendwelche... Ja. Die hat leider noch nichts. Komisch. Naja, vielleicht müssen die einfach nur ein paar mehr Kinderchen züchten und die müssen erwachsen werden, dass dann auch endlich ein Schmied kommen kann. Ein Schmied wird kommen und du hast, glaube ich, Probleme, gute Frau, oder? Nee, doch nicht. Sah gerade so aus, als wäre sie in der Erde festgesteckt. Ach, die füllt echt alles auf. Ich finde das klasse. Kriege ich dann jetzt hier sogar ein kleines Privatbadezimmer hinterm Haus? Cool. Das ist ja mal nicht schlecht. Wo ist sie jetzt hin? Hallo? 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 Bist du hier runtergefallen? Muss ich dich ausbuddeln? Muss ich dich hier rausholen irgendwo? Hallo, gute Frau? Also ich glaube, hier unten ist alles massiv. Komisch. Wo die jetzt hin ist? Die hat sich einfach weggeplöppt. Naja, vielleicht ist sie gleich wieder da. Schauen wir mal. Pegafin, warum kann ich nicht aufsteigen? Ah, jetzt kann ich aufsteigen. Ich habe denen das Schild geklaut. Oh nein. Jetzt werden die mich bestimmt verfolgen. Und töten. Nein, werden sie nicht. Ich gebe das Schild jetzt einfach wieder ab. Vielleicht kaufen sie es ja wieder an und ich kann ein bisschen Gewinn aus meinem kleinen Liebeszug machen. Ha, da ist sie. Wusste ich's doch. Aber die wollen kein Schild haben. Ach, du rastest. Na dann. Und ihr baut jetzt ein kleines Terrain, ein kleines Haus. Braucht ihr was dafür? Eisenholz ist da. Eisenholz, ja klar. Fachwerk, ihr braucht Fach... Das habe ich jetzt wirklich echt nicht. Ich habe kein Fachwerk. Ich habe auch gerade, glaube ich, keine Glasblöcke da. Sehr merkwürdig. Naja. Aber Klein Lünni muss jetzt erstmal kurz jagen gehen, denn, wie beim letzten Mal schon angesprochen, ich brauche eine neue Peitsche. Die alte geht langsam in die Grütze. Nee, also mit Pegafin hier durch den Wald zu jagen, den muss ich mal irgendwo abstellen und dann zu Fuß jagen gehen. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine Herde... Kühe oder
Also alle, die es nicht sehen können, bitte schnell weggucken. Ich werde jetzt leider wieder Pferde schlachten müssen. Es tut mir leid. Pegafin, du bleibst hier. Du sollst das nicht mit angucken müssen. Die haben aber auch viel Leben. Oh, zwei Leder. Ich glaube, ich hatte in der Stadt noch ein bisschen. Dann darfst du jetzt weiter dich hier herumvergnügen, liebes Pferdchen. Du darfst am Leben bleiben. Tut mir leid um deinen Bruder oder Schwester oder... Hoffentlich war es nicht dein Mann. Familien auseinanderreißen. Ach Gott, ich bin so schlimm. Naja. Dann mache ich mir jetzt mal schnell meine neue Peitsche. Damit ich eine zum Ersatz habe. Nicht, dass der Pegafin mir irgendwann mal wirklich wegläuft. Und ich ihn nicht wiederfinde. Und er irgendwo eines einsamen, grausamen Todes sterben muss. Das möchte ich nicht. Ich mag den doch. So, Katzenklauen. Verdammt. Ich habe keine Katzenklauen mehr. Oder habe ich... Nee, ich habe keine Katzen. Habe ich die da oben hin? Ach da. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch noch welche. Naja, muss ich bei Gelegenheit mal wieder welche sammeln gehen. So, wie war das jetzt? Das, das, das. Und einmal Eisen hier. Also beim Eisen bin ich mir schon sehr sicher, dass das so war. So? Nee. Dann waren die Klauen vertauscht. Dann muss das so. Ja, da ist die Peitsche. Sehr gut. Ich habe zwar weder Hunger noch Durst, aber... Prost, Sonne! Gluck, 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 gluck. Das Zeug ist mal gut. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte... Mal schauen. Beim Haus geht's, glaube ich, schon... Na, der Boden ist halt schon da. Sehr schön. So. Ich wollte mal noch ein bisschen Fische jagen gehen, weil ich wollte euch doch noch ein Aquarium bauen. Nämlich, damit ihr auch mal sehen könnt, wie sich die Fischchen entwickeln. Pegafin, nicht weglaufen. Schön hier bleiben. Na, bist brav. Schauen wir doch mal, ob hier irgendwas an Fischen im Wasser ist. Komisch. Vielleicht sind... Oh, da hinten sind Haie. Sollte mich vielleicht nicht ganz so weit ins Wasser wagen. Ah, Fischi. Hallo. Das war kein Ei. Die sind ja eigentlich echt süß. Deshalb will ich ja auch ein paar für mein Zuhause. Für ein Aquarium. Für euch. Ist das ein Piranha? Nee, das ist kein Piranha. Das ist nur ein Fischi. 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 Na? Ich krieg dich. Ach, da. So. Aber wenn irgendjemand weiß, ob die normalen Fische auch Eier droppen können, bitte Bescheid sagen. Ich bin nämlich gerade am überlegen, ob ich nicht mal irgendwo gelesen hätte, dass nur Piranhas Eier droppen. Und diese Piranhas dann zahm sind. Wäre schön, wenn das irgendjemand von euch weiß. Aber ich werde mir jetzt noch so ein Haifischei sammeln. Ich hoffe mal, da kommt gleich ein Hai. Und der droppt eins. Und ich hoffe mal, es kommen nicht gleich 10 Haie oder so und fressen mich auf. Aber ich habe ja Rüstung. Ich bin ja gut geschützt. Na, wann kommt der erste an? Ich würde jetzt sagen, put, 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 aber Haie sind ja keine Hühner. Aber wenn ich den jetzt da gerade so sehe... Hallo? Hai? Kommst du? Bist du böse? Ja, du bist böse, ne? Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ertrinke. Na? Aua. Wow, Haifischzähne. Daraus kann man sich übrigens auch Kettenrüstung machen. Wenn ich genug Haifischzähne habe, werde ich euch die mal zeigen, wie die ausschaut. Ich glaube, die sieht so aus wie das eine Teil, was ich letztens schon mal von den Räubern gefunden hatte. Ich springe hier einfach nochmal ins Wasser. Da sind ja noch zwei. Vielleicht kriege ich die ja einzeln. So. Attacke. Komm, put, put. Achso, nee, ist ja kein Huhn. Jetzt schwimmt der weg. Hast du keinen Hunger oder was? Hier, frisches Lünnifleisch. Komm. Na? Hast du noch nicht genug? So. Und? Oh, der hat aber... Oh, wieder Haifischzähne. Oh, ei. Und meine Luft geht aus und mein Schwert ist kaputt. Ah.
Da wäre ich fast noch ertrunken. Hilfe, Hilfe. Naja, dann werde ich mir jetzt erstmal ein Schwert machen gehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lynni geht auf Haifisch- und Piranha-Jagd in ihrer eigenen kleinen Welt hier auf Derafins Channel. Viel Spaß mit unseren anderen täglichen Uploads und bis demnächst. Ja, bis dann. Tschüss.